Was wird denn aus unserer Welt, wenn es so weitergeht, wie es im Moment angefangen hat seit einiger Zeit? Ich erzähle dir heute von 8 Wahrheiten, die dir wissentlich verschwiegen wurden. Und nach der dritten wird sich deine eigene Welt verändern. Diese Geheimnisse werden von den Machthabern streng gehütet und sie wollen nicht, dass du die Wahrheit erfährst. Aber es ist jetzt Zeit, dass wir aufwachen und sehen, was wirklich vor sich geht. Seid ihr bereit? Ja, dann lasst uns gleich mit dem Video beginnen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und wir sind eines der größten Online-Portale für Webinare und Bewusstseinserweiterung. Und wenn du gerne immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, darfst du meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich danke dir jetzt schon sehr dafür. Was wir heute machen werden, ich werde euch diese 8 Wahrheiten verraten. Vielleicht kennt der eine oder andere schon die eine oder andere Wahrheit, aber dann am Schluss werden wir eine intensive Meditation machen, um uns von Gedankenkontrolle und Manipulationen zu befreien. Und das ist für mich das Wichtigste. Du sollst erstens wissen, worum es geht, warum jetzt gerade immer so viel gelogen wird, es kommt ja immer mehr ans Licht. Und du sollst auch gleich von mir etwas erhalten, mit dem du dich schützen kannst und mit dem du wieder in deine eigene Energie hineinkommst. Also, ich fange schon mal an. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die Gedankenkontrolle. Es wird insgeheim Gedankenkontrolle mit den Menschen ausgeübt. Es wurden sogar und werden immer noch Testpersonen benutzt, um die Manipulationen und die Kontrolle auszuüben, zu testen, wie weit man gehen kann und was man dadurch erreichen kann. Dies geht schon seit Jahrzehnten so und erst seit kurzem erfahren wir die Wahrheit. Ich habe einen Link unter dem Video, wo ihr mal nachschauen könnt. Der zweite Punkt ist so, dass in der Welt mächtige Kräfte am Werk sind, von denen wir nichts wissen. Diese Kräfte manipulieren die Ereignisse, die so geschehen, und kontrollieren die Menschen hinter ihren Kulissen. Also, das heißt, bestimmte Ereignisse, die so geschehen, sind gewollt, bringen uns extra in die Angst, bringen uns in schlimme Situationen. Beispiel Krieg. Das sollten wir mit einem klaren Geist betrachten und schauen, wo ist hier eine Manipulation. Der dritte Punkt, das ist so, dass unsere Wirtschaft tatsächlich eigentlich gar nicht frei ist. Denn unsere Wirtschaft wird von einer kleinen Gruppe reicher Eliten kontrolliert, die uns in das Konsumverhalten immer mehr hineinbringen möchten und dadurch eine Versklavung erreichen möchten. Dadurch erreichen sie immer mehr Reichtum und Macht und wir immer weniger Macht und Reichtum. Wir sind nur noch die Sklaven. Ich erwähne nur mal kurz die Illuminaten, die Freimaurer, die Rothschilds, alle diese in der Richtung. Meine Liste ist nicht vollständig, aber um euch ein Gefühl dafür zu geben, was gemeint ist, alle diese möchten gerne Macht über uns erhalten. Unsere Lebensmittelversorgung ist nicht hundertprozentig sicher, denn auch die großen Konzerne, die unsere Lebensmittel herstellen, sind über diese Machthaber kontrolliert und sie stellen mittlerweile nicht alle, aber einige ihre Profite über die Sicherheit, dass wir gute Lebensmittel erhalten. Deswegen sage ich immer nur, versucht einen eigenen Garten, versucht Bio-Dinge zu kaufen, versucht euch da rauszunehmen und ja, findet eure eigenen Produkte, die für euch gut sind. Unsere Regierungen oder Machthaber
vertreten uns eigentlich gar nicht richtig. Ich meine, ist ja klar, das haben wir schon die ganze Zeit gefühlt, aber letztendlich ist es so, dass sie uns nicht vertreten, sondern dass sie von verschiedenen Konzernen und anderen Kräften gekauft wurden und praktisch nur für die arbeiten und nicht nur für uns. Da kann ich schon mal zum Beispiel das Beispiel mit den Masken hervorbringen, was ja ganz eindeutig ist, was da alles für ein Unfug getrieben wurde, ihr Lieben. Dann gibt es noch das sechste Geheimnis, was vielen von uns sowieso schon klar ist. Es geht um die intelligenten Leben im Universum, die uns ja schon so lange verschwiegen wurden. Und jetzt kommt das so langsam ans Licht, weil einfach wir uns auf dem Weg der Wahrheit befinden. Es gibt Außerirdische, sie sind da. Schon seit Hunderten von Jahren besuchen sie uns. Und das wurde mir auch immer wieder in den ganzen Schulungen erzählt. Jetzt haben wir die neueste Schulung der Prokyon-Schule, wo uns bestimmte Techniken zur Verfügung gestellt werden, wie wir uns aus diesen ganzen Klauen befreien können. Und es ist wirklich wichtig, auf die Botschaften dieser Wesen zu hören, denn sie öffnen den Horizont uns von uns, der ja immer klein gehalten wird, damit wir ja nichts mitbekommen. Und auch ein anderer Punkt, der siebte Punkt, ist, dass die Regierungen, sie wissen, dass manche Menschen übernatürliche Fähigkeiten haben. Sie wissen das, aber sie unterdrücken dieses Wissen, denn sie möchten nicht, dass wir das alle wissen und wir dann vielleicht auch unsere eigenen übernatürlichen Fähigkeiten entdecken. Denn die hat doch jeder Mensch. Und je nachdem, wie weit wir uns damit befassen und beschäftigen, werden wir in der Lage sein, dies für uns zu entdecken und dann auch zu leben. Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns auch da weiterentwickeln dürfen. Die Regierungen oder die Machthaber, sie verschweigen auch viele Dinge. Zum Beispiel, wenn wir jetzt die Geschehnisse des 11. September, ja, 9/11, wenn wir das anschauen, da wurde so viel manipuliert. Und auch die C-Krise und auch der Krieg, das sind so viele Manipulationen am Werk, die uns in die Angst treiben möchten, damit wir dirigierbar sind, damit sie mit uns machen können, was sie wollen. Und ihr Lieben, die letzten paar Jahre ist das natürlich immer klarer für uns geworden. Aber es ist wichtig, dass wir jetzt mit diesem Wissen, dass wir da auch was tun und uns für uns was tun, uns befreien von diesen ganzen manipulativen Kräften, die hier ja am Wirken sind. Und da ist es wichtig, dass wir gleich diese Meditation zusammen machen, um uns von den Dingen zu befreien. Es ist einfach so, dass durch diese negativen Energien, die über die Medien verbreitet werden, eine Energiemasse da ist, eine negative Energiemasse da ist, die die ganze Energie auch der lichtvollen Menschen herunterdrücken soll. Und sie lastet tatsächlich schwer auf unseren Schultern, sie ist einfach da. Und um sich davon zu befreien, habe ich diese Meditation für euch mir vorbereitet, damit wir gemeinsam da hineingehen können und auch für die Erde wirken können, dass wir uns selbst frei machen. Denn wir können das. Wir sind ja jetzt nicht abhängig von irgendwelchen Menschen, die nur Geld und Macht im Sinn haben, sondern wenn man denkt, wie wir früher gelebt haben, wir haben in der Großfamilie gelebt, wir haben eine Feldwirtschaft betrieben, wir haben uns fast selbstständig ernährt. Da sind wir weit weg davon, weil es halt bequem ist und weil wir manipuliert werden. Und um das zu verstehen, sind, glaube ich, diese acht Punkte sehr wichtig. Und dann, um den Schritt weiterzugehen, um sich zu befreien von diesen Punkten, das Befreien, das bringt uns die Kraft und die Möglichkeit, wieder
eigene Wege zu gehen, eigene Entscheidungen zu treffen. Und je mehr wir dies tun, umso mehr nehmen wir den Machthabern ihre Kraft. Wenn sie merken, dass wir von Angst nicht mehr beeinflussbar sind oder von diesen ganzen Geschehnissen, die ja extra inszeniert werden, wenn sie merken, dass der Großteil der Menschen davon nicht mehr beeindruckt ist, dann haben sie keine Macht mehr. Das ist das ganze Geheimnis. Und wir sind auf dem Weg dorthin. Wir sind wirklich auf dem Weg dorthin, unsere eigene Freiheit zu gehen. Und dazu dienen auch die 3 Schritte der Freiheit von Smarana. Denn ich hatte jetzt erst letzte Woche wieder mit einem Partner von Smarana mich unterhalten. Und zwar geht es ja bei dieser Partnerschaft darum, spirituellen Menschen zu helfen, in ihre eigene Kraft zu kommen, unabhängig zu sein von irgendwelchen Machthabern oder Chefs, sondern eben in ihrer Energie für andere Menschen zu wirken. Und das ist so wichtig, also sich selbstständig zu machen, wenn du zum Beispiel Heiler bist, wenn du Seminare gemacht hast, wo du eine gute Ausbildung hast, Auraheiler, Loslösen von Blockaden, alles Mögliche, was du da gemacht hast oder Akasha lesen. Diese Dinge sind wichtig, dass die zu den Menschen gebracht werden und dass dadurch immer mehr Menschen gesund werden, sich praktisch von innen heraus aus ihrer eigenen Kraft auch gesund machen. Denn es gibt ja auch diese Selbstheilungskräfte, die jeder Mensch trägt. Und all das ist so wichtig, dass wir das wieder zu unserem eigenen machen. Und schaut ruhig mal unter das Video. Dort sind ganz viele Links, die euch vielleicht interessieren könnten. Es hängt einfach sehr viel auch mit der Anerkennung seiner eigenen Kraft und Macht zusammen. Und darum geht's mir bei Smarana. Smarana kommt aus dem Sanskrit und bedeutet die Nähe Gottes fühlen. Und diese Energie gibt mir persönlich ganz viel Kraft, zum Beispiel über so ein schwieriges Thema mit euch zu sprechen. Aber es ist so nötig, dass wir in unsere Freiheit wieder hineinkommen. Ja, und jetzt lade ich euch ein zu dieser Meditation. Genießt sie, lasst euch fallen, so gut und so weit ihr es könnt, wiederholt sie, so oft ihr möchtet, denn sie wird euch ganz, ganz viel Kraft geben. Ich habe hier die 999 vorbereitet. Ich sprühe mich mal ein mit der Essenz der 999. Ich mache ja die Essenzen alle selbst und sie geben mir besonders viel Kraft, mich leichter zu öffnen, leichter zu verbinden mit den geistigen Wesen und leichter mit mir selbst zu verbinden und meine Kraft zu spüren. So, und jetzt fangen wir auch an. Geliebte Menschen, geliebte Lichtfamilie, ich freue mich sehr, dass wir jetzt zusammen diese Meditation machen können. Und ich bitte dich, das Licht der Liebe einzuatmen und dich mit diesem Licht auszudehnen und mit jedem Atemzug immer mehr zu entspannen. Ich möchte mit dir eine Meditation gegen Gedankenkontrolle machen. Das ist etwas, das mir sehr am Herzen liegt und von dem ich glaube, dass wir es jetzt alle gut gebrauchen können. Gedankenkontrolle nimmt viele Formen an, von der subtilen Manipulation unserer Gedanken durch Menschen in Machtpositionen bis hin zu den offenkundigeren Formen von Gehirnwäsche und Zwangsüberredung. In dieser Meditation konzentrieren wir uns darauf, in unsere eigene Macht zurückzukehren und unsere Freiheit und unseren Frieden zurückzuerobern. So lasst uns beginnen. Du befindest dich in einem Raum, in welchem du ungestört sein kannst.
Du sitzt in einer bequemen Position mit gerader Wirbelsäule. Du kannst auch deine Augen schließen. So wie du es machst, ist es richtig und gut. Atme ein paar Mal tief durch und entspanne dich. Richte deine Aufmerksamkeit nun auf deinen Atem. Nimm die Empfindungen des Atems wahr, wenn er in deinen Körper ein- und ausströmt. Folge den Atem den ganzen Weg hindurch. Von dem Moment, in dem er in deine Nasenlöcher eintritt, bis zu dem Moment, in dem er aus deinem Mund oder deiner Nase wieder austritt. Beobachte einfach die Empfindungen des Atems, ohne zu versuchen, ihn in irgendeiner Weise zu kontrollieren. Wenn deine Gedanken abschweifen, ist das in Ordnung. Bringe sie einfach sanft zu den Empfindungen des Atems zurück. Während du dich auf deinen Atem konzentrierst, stelle dir ein helles, weißes Licht vor, das von dir ausgeht. Dieses Licht ist erfüllt von Liebe, Frieden und Mitgefühl. Es umgibt dich und füllt dich aus. Du bist sicher, geschützt und geliebt. Das Licht wird immer heller und heller, bis es dich ganz umgibt. Jetzt stell dir vor, dass dasselbe Licht von allen Wesen auf diesem Planeten ausgeht. Wir sind alle durch dieses Licht miteinander verbunden. Wir sind alle eins. Die Liebe, der Frieden und das Mitgefühl in diesem Licht werden bedingungslos auf alle Wesen ausgedehnt. Denke nun diese Sätze, währenddessen du das Licht auf die Erde sendest. Mögen wir frei sein von Gedankenkontrolle und Manipulation. Mögen wir frei sein in Frieden und Harmonie miteinander und mit der Natur zu leben. Spüre nun das Licht der Liebe, des Friedens und des Mitgefühls, das dich und alle Wesen auf diesem Planeten umgibt. Denke noch einmal, mögen wir frei sein von Gedankenkontrolle und Manipulation. Mögen wir frei sein, mögen wir in Frieden und Harmonie miteinander und mit der Natur leben. In diesem Moment spürst du, wie alles von dir genommen wird, was nicht zu dir gehört. Du spürst, wie du befreit wirst von diesen negativen Energien, wie jegliche Gedankenkontrolle und Manipulationen jetzt entfernt werden. Atme ein paar Mal tief durch und nimm wahr, wie du dich jetzt fühlst. Denn das, was du fühlst,
ist ein Raum der Freiheit, des Friedens und der Liebe. Dieser Raum ist nun dein Raum und du kannst ihn jederzeit besuchen und dich stärken. Nimm nun einen weiteren tiefen Atemzug und sende das Licht des Raumes der Freiheit zu allen Menschen auf der Erde. Lade sie ein, zu dir in diesen Raum zu kommen. Und beobachte jetzt, wie sie alle kommen und den Raum mit ihrer Liebe, ihrem Frieden und ihrem Mitgefühl füllen. Und nun werden von allen Menschen, die es möchten, jegliche Kontrollsysteme, manipulative Energien und Implantate entfernt. Fühle die große Heilung, fühle die Energie und lass dich davon tragen und heilen. Spüre die Erleichterung und einen klaren Geist, welcher dich ab jetzt wieder führt. Spüre die neue Kraft, die in dir aufsteigt und die Freude, die dich stärkt. Denn du hast es geschafft. Bevor wir die Meditation beenden, bleibe eine Weile in der Stille sitzen und genieße das Gefühl von Freiheit, Frieden und Liebe, das du jetzt in dir trägst. Wisse, dass du jetzt frei von Gedankenkontrolle und Manipulation bist und in Frieden und Harmonie mit dir und den anderen und der Natur leben kannst. Spüre deine neue Klarheit und Kraft. Atme ein paar Mal tief durch und wenn du bereit bist, öffne deine Augen. Komme in der Geschwindigkeit, die dir gut tut, wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Du weißt genau, dass du immer, wenn du das Gefühl hast, dass du Schutz und Sicherheit benötigst, zurück in diesen Raum gehen kannst. Ich danke dir für dein Licht, das du heute mit uns geteilt hast. Möge diese Meditation zu deinem allerhöchsten Wohle wirken und dich ganz frei machen. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit mit einer Herzensumarmung. Bis zum nächsten Video. Tschüss.